Italien, 750 Jahre vor Christi Geburt. Der Beginn eines Weges, der weiterführen würde, als sich irgendjemand in seinen kühnsten Träumen vorstellen konnte. Bauern gründeten eine Siedlung am Ufer des Tiber. Sie nannten die Siedlung Rom. Der Ort wuchs, legendäre Straßen gingen von ihm aus und ermöglichten den Handel mit anderen Städten. Das Leben war gut, aber Roms Bürger wollten mehr. Sie stellten mächtige Legionen auf, um neue Länder zu erobern. Das Imperium wurde immer stärker. Niemand konnte sich Roms Zielen entgegenstellen. Besiegte Gegner wurden als Sklaven an die reichen Bürger verkauft, die Roms einzigartig zivilisiertes Leben genossen. Aber nicht jeder Bürger lebte in Luxus. Es kam zu Aufständen, in denen die Hungrigen und Armen ihr Recht forderten. Doch Rom gedieh weiter und stellte seine Größe mit jenen beeindruckenden Bauwerken zur Schau, die der von den Bürgern geforderten, rauen und oft auch gefährlichen Unterhaltung bieten. Beginnen wir also mit dem Regierungstraining. Zunächst einmal müsst ihr die Grundlagen für den Bau römischer Siedlungen kennenlernen. Richtet Wohngebiete ein und schon bald werdet ihr sehen, wie Leute in eure Stadt kommen. Klickt diese Leute mit der rechten Maustaste an, damit sie euch wichtige Informationen über eure Stadt mitteilen. Nach einem Rechtsklick auf ein Gebäude seht ihr ein Textfeld mit einer Beschreibung dieses Gebäudes. Dazu einen Hilfe-Button, mit dem ihr weitere Informationen darüber aufrufen könnt, wie dieses Gebäude funktioniert. Wege. Klickt mit der Maustaste und haltet sie gedrückt, um mehrere Wegabschnitte an einem Stück zu verlegen. Plant den Verlauf der Wege sehr sorgfältig. Baut so wenig Kreuzungen wie möglich ein, damit die Leute auch wirklich an die Stellen wandern, die sie besuchen sollen. Denn an jeder Kreuzung können die Leute wählen, wohin sie gehen wollen. Mit jeder zusätzlichen Kreuzung habt ihr weniger Kontrolle über die Route, die die Leute einschlagen. Ich bin neu hier. Wisst ihr einen Platz, wo ich wohnen könnte?
Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Versucht zumindest mit diesem Geld etwas länger auszukommen. Ganz herzlichen Glückwunsch! Ihr habt die Grundlagen zu meiner Zufriedenheit gemeistert. Um eure Ausbildung aber voranzutreiben, habe ich jetzt noch eine weitere hübsche kleine Aufgabe für euch. Auf nach Brundisium! Eure Prioritäten sind Sicherheit, Wohnraum, Nahrung und Wasser. Und zwar in dieser Reihenfolge. Ohne Wohnraum und Nahrung wird eure Stadt keine neuen Immigranten anziehen. Rom wünscht jetzt, dass eure Stadt Nahrungsmittel erzeugt. Baut eine Farm auf fruchtbarem Land. Es wird durch gelbe Grasbüschel ausgewiesen. Verbindet die Farm über einen Weg mit den Wohngebieten. Liegen die Wohngebiete zu weit von der Farm entfernt, hat diese keinen Zugriff auf Arbeitskräfte. Baut neben der Farm ein Silo und stellt sicher, dass auch das Silo Zugang zu Arbeitskräften hat. Sobald der Weizen reif ist, bringt ihn ein Karren zum Silo. Nach und nach wird sich das Silo füllen. Je weniger leere Fenster sichtbar sind, desto voller ist das Silo. Thank you.
keine Spur von Verbrechen. Diese Stadt braucht dringend noch mehr Arbeiter. Thank you.
Ihr lernt schnell. Jetzt könnt ihr bereits eine echte Aufgabe erfüllen. Von nun an dürft ihr selbst wählen, in welche Richtung euch eure Karriere führen soll. Wagt euch an die eher friedlichen Provinzen, wenn ihr euch auf Verwaltung und Politik konzentrieren wollt. Oder an die gefährlicheren, wenn ihr Roms Feinden die Stirn bieten wollt.